Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. So, wir gehen natürlich in die Optionen rein. Steuerung. Okay. Grafik. Öko-Modus. Ah ja. Okay, wir lassen alles mal so. Audio. Okay. Sprache. Audio und Text Deutsch. Mhm. Okay, so, zurück. Und neues Spiel. Wähle ein Speicherdatei für das neue Spiel. Zack. Das ist an Kapsel 12. Kapsel 12, bitte kommen. Bist du da, Stan? Verzeihung? Verzeihung, wer ist da? Ah, da ist er ja. Ah, hätte ich gewusst, der Chef leitet persönlich meine Einweisung, wäre ich mit Krawatte gekommen. Ah, so sieht deine Dankbarkeit aus. Die feinste Uni-Trench-Tiefseemode und er will sich schick machen. Wie geht's, Alter? Das Alter zwickt, aber es geht mir gut. Schön, dass du wieder da bist. Ja, aber das siehst wahrscheinlich nur du so. Ich lass uns einfach den Anzug kalibrieren, okay? An meinem ersten Tag zu ertrinken, wäre peinlich. Ich meine allein die Schlagzeilen. Vorbereitungsteam hat Sauerstoff und Dichtungen abgenommen. Na toll. Mein Kompliment an den Schneider. Das ist nicht irgendein Anzug. Er ist vollgepackt mit Spitzentechnologie. Aha. Das bedeutet nur, dass noch mehr schiefgehen kann. Vergiss es einfach. Du kommst schon klar. In Ordnung. Letzter Punkt. Helm-Mikrofon-Check. Check, check, check. Ist das Ding an? Das war's schon. Also, wie sieht's aus, Junge? Bereit, zurück in die blauen Tiefen zu gehen? Du hast ja keine Ahnung. Okay. Alles klar. Genau wie beim Training. Schön locker. Das will ich hören. Vergiss nicht, behalt den Sauerstoff im Auge. Versuch die Dichtung nicht überzustrapazieren. Sollte jetzt fertig vorbereitet sein. Direkt vor dir sollte eine große Tür sein. Geh dort durch. Das ist der Garagenbunker. So einfach wie von einem Baum zu fallen. Och, Katze! Psst. Komm, weg da! Mann, Mann, Mann. Kann man nicht mal gut zocken hier? Okay. Das. Das ist ein großes Tor. Warte, bis du den Rest gesehen hast. Das Ventil an der Seite sollte es öffnen. Dann machen wir es doch mal auf. Lass du das Mikrofon in Ruhe? Hangar erreichen. Achso. Der drückt doch den Knopf!
Sieht aus wie ein Aufzug. Sie müssen sowas benutzt haben, um all meine Sachen runterzuholen. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Hier drin ist es dunkler als draußen. Das ist nicht gut. Sieht aus, als hätte was die Sicherungen rausgehauen. War schon lange keiner mehr da unten. Bleib dran, ich habe die Wartung auf der anderen Leitung. Bist du da, Junge? Du musst den Ort manuell mit Strom versorgen, also geh zum Generatorraum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf meinem Bewerbungsbogen nicht Techniker angekreuzt habe. Zum Glück für dich hat Uni Trench die Einrichtung nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner entworfen. Hier gibt es ein paar Maschinen mit großen alten Starthebeln. Finden, ziehen, voilà, sofort Strom. Na gut, aber wenn's schief geht, werde ich dafür nicht bezahlen. Soll das hier der Generator sein, oder? Ach, da. Erledigt. Wir haben Strom. Wie groß ist das denn hier? Sehr groß. Es ist das Zentrum für eine Menge Systeme hier. Die Garage selbst ist ein weiterer Teil der Anlage. Siehst du die Tür unter den Ventilatoren? Ich muss da hinschwimmen? Du musst da hinschwimmen. Okay. Mal so gut. Legen wir los. Denk daran, du kannst sowohl Tiefe als auch Richtung ändern. Der Anzug ist ziemlich robust, also mach dir keine Sorgen über Löcher. Glaub mir, die Bürohengste machen tausendmal mehr Stress als du. So, und jetzt? Soll ja da runter, oder? Oder das ist doch ein Ventilator. Ah, da vorne zeigt er mir was an. Irgendwo. Ich sehe nix. Personalabteilung eine Bildungschance nennen. Wenn du dir sicher bist. Schau dich dort um. Oh ja. Sauerstoffstäbe. Zwei Schritte voraus, wie immer. Ich hatte vergessen, dass das Training auch das behandelt. Ziemlich beeindruckend, Tim. Die Sauerstoffversorgung im Anzug. Hast keinen. Lass den leeren Behälter aber nicht einfach so herumliegen. Uni Trench legt großen Wert auf schonende Arbeitsweise. Außerdem kann man nie wissen, ob er noch nützlich sein kann. So, wie mache ich jetzt hier diese schöne große Tür auf? Jo. Seltsam.
weißt du, was der von mir will? Oben? Hangar, 11 Meter. Ja, schön für den Hangar. Wie kriege ich hier diese schicke Tür auf? Das ist jetzt wieder was anderes. Muss doch irgendwo was sein. Vielleicht muss ich jetzt schwimmen. Aber... Ups, warte, Knopf. So, damit kann ich rumgucken. Okay. Aber wieso kann ich nicht mehr hochschwimmen? Ah, jetzt. Ah, mit Kugelstange, komisch. Tja, das ist zu. Sind wir hier oben? Zu. Oh, was haben wir denn hier? Gute Arbeit. Geh weiter zur Garage. Ich bekomme ein bisschen Platzangst hier drin. Moment. Soll das heißen, dass da noch nicht tapeziert ist? Oh, Stan. Es ist wunderschön. Wolken und kleine Vögel. Beruhigend. Sehr lustig. Und da ist sie. Die Moon. Der Stolz der Unitrench-Flotte. Wirklich? Nein, sie ist ein Stück Schrott. Aber gut genug für Leute wie dich. Das hilft wirklich gegen die erdrückende Angst, alter Mann. Das war ein Scherz. Sie ist ein solides Stück. Als vollqualifizierter Uni-Trench-Service-Diver bist du uns lieb und teuer. Nun, wir dachten, sie könnte uns nützlich sein. Natürlich musst du zuerst die Klammern lösen. Ein paar Knöpfe auf jeder Seite, du weißt ja, wie das geht. Ein paar Knöpfe auf den Seiten. Ach, da. Aufgehoben. Sieht aus, als wäre sie vollgetankt. Du warst mal Taucher vor langer Zeit. War das hier, oder? Oh nein, das ist der Übungsplatz für Kinder. Ich habe früher in der Tiefe gearbeitet, ganz unten am ursprünglichen Standort. Du kannst dich glücklich schätzen, dass wir dich da unten nicht brauchen, Junge. Und das meine ich ernst. Versicherungssumme, wenn du mit etwas zusammenstößt. Alles im grünen Bereich. Sieht gut aus. Na gut, die Tür sollte offen sein. Los geht's. So, L2, R2 zum Beschleunigen. Verlangsamen. Okay. Aha, die Tür funktioniert, wie sie soll. Ein Wunder der Automatisierung. Eine Höhle? Ich hatte eigentlich eine große Entdeckung erwartet, Tim. Alles eine Frage des Timings, mein Lieber. Wirst schon sehen. Viel Leben. Auch hier unten.
Jetzt holen wir dich aus dieser Höhle heraus und bringen dich in dein neues Zuhause. Da ist sie. Ich sagte doch, aufs Timing kommt's an. Sie kann wunderschön sein, das stimmt. So, genug davon. Los geht's. Du musst das Lebensmodul erreichen. Das ist die Blechbüchse, die in den nächsten Wochen dein Zuhause sein wird. Mit dem Sonarsystem kannst du deine Position markieren. Das macht es etwas schwieriger, sich zu verirren. Ich sehe es. Bin auf dem Weg. Das muss das Lebensmodul sein. Sieht aus wie ein Leuchtturm auf dem Grund des Ozeans. Was für eine Aussicht. Siehst du die Andockbucht da? Moon passt perfekt da rein. Das Andockverfahren kann etwas fummelig sein, also lass es langsam angehen. Achte nicht auf die Drohne, sie ist dem Bereich zugewiesen, für kleine Aufgaben und so. Aber versuch nicht reinzufahren. Wir gehen rein. Verstanden. Wie, wir gehen rein? Wo rein? Da rein. Ich bin in der Luftschleuse. Ausgezeichnet. Zieh den Anzug aus und funk mich an, wenn du drin bist. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Das ist alles. Hey, lass dir Zeit. Es war ein großer Tag. Ja. Danke, Tim. Keine Sorge. Wir sehen uns drin. Okay, das ist nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es ist eigentlich okay, gemütlich. Ups. Macht das... Ist das Richtige? Hey, Tim. Endlich. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Drück den Knopf da auf dem Bedienfeld. Ist das der Lichtschalter? Wart's ab. Neue Benutzer identifiziert. Stanley Moray, Arbeiter Level 3. Willkommen an Bord. Stan, das ist Mercury, das neueste Mitglied der Unitrench-Familie. Der Computer spricht jetzt? Mehr oder weniger. Merc ist ein besserer Taschenrechner, aber er hilft bei der Verwaltung und so weiter. Erwarte nur keine Debatten über den Sinn des Lebens oder ähnliches. Ah, ziemlich schick. Du bist es wert, Stan. Nur das Beste für Unitrench-Mitarbeiter. Aha. Warum glaube ich, dass du scherzt? Ich bin beleidigt, Junge. Wie auch immer, jetzt wo ihr euch kennt, solltest du Zugang zu allen Räumen haben. Alle Räume sind jetzt offen. Ich gebe dir einen Moment Zeit, dich mit all den luxuriösen Einrichtungen vertraut zu machen, die dir zur Verfügung stehen. Übrigens, gern geschehen. Ich würde mit dem Lagerraum anfangen und sicherstellen, dass alle Sachen heil angekommen sind. Hallo, Benutzer Stanley Moray. Toll. Das hier sieht aus wie der Lagerraum. Okay. Ha.
Crafting-Tisch. Ich hatte ein ganzes Trainingsmodul zu dem Ding. Rohmaterial geht rein, nützlicher Kram kommt raus. Sehr schick. Deaktiviert. Ich glaube, alles ist gut angekommen. Gott sei Dank. Wenn da irgendwas mit passiert wäre. Ja, ich sollte sie irgendwann aufhängen, ohne irgendwelche Löcher zu bohren. Hey. Ja, und jetzt? Mission abgeschlossen. Wenn du keine Beschwerden hast, hast du den Rest des Tages frei. Fühl dich wie zu Hause und ruh dich aus. Morgen geht es an die Arbeit. Gute Nacht. Gute Nacht, Tim. Ich sollte mich wohl melden. Bei Emma. Ja, ich kann aufs Klo gehen. Ziemlich exponiert. Oder auch nicht. Zum Glück bin ich allein. Scheint irgendwie überflüssig, wenn man bedenkt, dass das der Meeresboden ist und so. Ah, ja, ich kann das schaffen. Oh, hey, ein Computer. Sie haben es wirklich übertrieben. Tim meinte, ich kann immer von hier aus anrufen. Toll. Gut, dann rufen wir mal Emma an. Wer auch immer. Immer Emma ist. Meine Freundin, meine Frau. Ah, bisschen komplizierter als ein Telefon. Aber ich glaube, das müsste gehen. Hallo, hier ist Emma. Ich bin gerade nicht da. Natürlich. Also sprich nach dem Pieps. Verdammt. Hi, Emma. Ich bin's, Stan. Ich bin's. Hi. Ich bin gut runtergekommen. Ich weiß, dass ich nicht, was wir sagten, bevor ich ging. Du sagtest, du bräuchtest Freiraum, ja? Und ich brauchte Freiraum. Also, ja, das ist Freiraum. Tim hat mir ein Telefon besorgt. Natürlich, unter der Nummer, die ich dir gegeben habe. Er sagte, die Leitungen sollten jetzt repariert sein, aber, naja... Es ist von Unitrench, also wer weiß. Ich vermisse uns. Ich vermisse... Ach, weißt du was? Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ruf mich an. Okay, na gut. Du solltest ins Bett gehen. Tag abschließen. Für wen ist das? Ich bin der Einzige hier unten. Und mich haben die schon eingesagt. Ich bin jetzt wohl für euch verantwortlich. Na gut, dann schließen wir mal den Tag ab. Oh, wir können durchs Fenster gucken. Ah, was für eine Aussicht. Top. Oh, guck mal, sogar ein Fernseher im Bett. Morgen ist ein großer Tag. Da sollte man sich ausschlafen. Was? Wo bin ich? Ich war... Was ist das? Da stimmt was nicht. Warum ist das hier? Wo kam das her?
Was ist das? Noch eins. Aber das ist nicht... Es sieht absichtlich aus. Das ist... Nein. Nicht hier. Ersten Tag hier, schlechte Träume. Vielen Dank dafür, Tim. Morgenroutine. Erstmal auf Klo. Hä? Hallo? Nix Klo? Nix Dusche? Zähne putzen? Was ist das denn? Achso, rechts Auge, linke Auge? Um ein Gesicht zu machen. Ah ja, okay. Was haben wir hier? Die könnten nützlich werden, falls was Schlimmes passieren sollte. Naja, ich hoffe es ja nicht. Guten Morgen, Stanley. Es ist 7 Uhr und 32 Minuten am Dienstag, den 27. März. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Gibt's Kaffee in diesem Wrack? Wird überprüft. Ja. 10 Kilogramm Happy Morning Instant Kaffee sind noch übrig. Großartig. Ja, Küche. Okay. Mal sehen, was du so kannst. Ziemlich detailliert. Bereich ist gut kartografiert. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Telefon! Oder Funk. Morgen, Tim. Da ist er ja. Wie war die erste Nacht? Es war... gut. Wenn das Riesen-Öl-Konglomerat-Ding nicht funktioniert, hat Unit Trench eine strahlende Zukunft in Matratzen. Nur das Beste für unsere kleine Elite. Also, bereit für den Tag? Geht klar. Gut. Schau dir die Aufgabentafel zu deiner Rechten an. Sie zeigt jeden Morgen die täglichen Aufgaben an. So einfach? So einfach. Man sieht sich. Okay. Das hört sich einfach an. Relativ gesehen. So, mein Menü. Haha, interessant. Von Algen reinigen, kleines Leck finden,
haben wir sonst hier? Gegenstände, die ich besitze. Logbuch, Anweisungen. Aha. Okay, also eigentlich müsste ich erstmal das Leck untersuchen. Okay, das habe ich alles abgeschlossen. Okay. Hauptmission, keine. Routine muss. Okay, kleines Leck. Leck finden. Verlassen. Ah ja. Dann suchen wir mal das Leck. Ei, man gewöhnt sich nie an den Fall. Mikro funktioniert wohl. Wieso? Salzwasser ist die schwierigste Testumgebung der Natur. Hier geht alles kaputt. Ist nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist die Aussicht gut. Du wolltest doch weg. Weiter weg als hier kannst du nicht. Es ist so ruhig. Das Blau ist faszinierend. Wunderbar. Pass nur auf und verirre dich nicht. Wie findest du es? Ist anders als Tauchen im Hafenbecken. Also, naja. Das letzte Mal war nett, aber das fühlt sich wirklich wichtig an. Das stimmt. Geht nichts drüber. Als du angefangen hast, war das wohl anders. Du würdest es kaum erkennen. Ich kam damals ja direkt vom Boot. Fischtrawler zur Tiefseewartung. Der wilde Westen. Unitrench brauchte jeden, den sie kriegen konnten. Hört sich vertraut an. Stimmt. Junge, wie weit ist denn das Leck weg, ey? Warum ist ein Leck irgendwo in der Bucht hier, oder was? Hä? Und jetzt? Soll ich da rein, oder was? Was ist da? Hä? Ach da, was ist das denn? Das Ding da. Vielleicht könnte das definitiv ein Leck hier, Tim. Da quillt etwas aus einem Rohr. Ja, so ist es. Abfluss aus der Raffinerie. Widerliches Zeugs. Okay. Keine Sorge. Folge dem Rohr, bis du die Flusssteuerung erreichst. Das sollte es stoppen. Verstanden. Was? Folge dem Rohr, bis du der Flusssteuerung... Die Firma hat das System zuletzt ziemlich strapaziert. Die Nachfrage war noch nie höher. Moderne Produktion, Kundenbedarf, Kriege, sowas halt. Es kann also mehr Lecks geben. Kleine, die irgendwo auftauchen, verstehst du? Achte darauf. Was habe ich mit dem Leck? Kohle gesammelt, toll. Und das Leck? Das tut gut. Führt in eine Höhle. Gut, das Ventil sollte drinnen sein.
Okay. Das ist wie ein Abwasserkanal. Das Wasser ist dreckig. So, Mission. Mission erfüllt. Verstanden. Gute Arbeit. Also wohl. Und jetzt ist das Signal verloren. Tim? Hört mich. Na gut. Wirklich gut. Ah, das sollte helfen. Nichts Dramatisches. Kleiner Signalverlust. Verstanden. So, jetzt? Ich weiß, es geht mich nichts an, aber hast du Emma erreicht? Nein. Hab's versucht, aber sie war weg. Ja. Ja. Alles in Ordnung bei dir? Sie war nicht froh, dass ich hier runter wollte. Umweltbewusst, wie sie war. Ah, ich verstehe, absolut. Bin nur froh, dass sie noch für dich da ist. Ja, wir werden sehen. Mal so weit schwimmen hier. Was? 15 grüne Algen entfernen? Ach du je. Von was soll ich die entfernen? Von den Dingern? Ach so. Ankunft im Garten. Gut. Eine invasive Algenart hat sich eingeschlichen. Du musst sie jäten. Ich wollte schon immer Gärtner sein. Dann beweg mal den grünen Daumen, was? Ja, was? So. Es muss doch eine Verwendung für dieses Zeug geben. Ach, schrecklich. Schon, aber sie erzeugt riesige Mengen O2. Kann mal nützlich werden. Was ist mit dem Zeug? Ich dachte, es braucht warmes Wasser. Also, ich habe von so etwas wirklich keine Ahnung. Oh, wow. Hey da. Lass mich raten. Joe? Ja. Hey. Hey, du.
Er ist hier in der Gegend ziemlich berühmt. Hat den Rest seiner Kapsel wohl vor einer Weile verloren, der arme Kerl. Keine Sorge, weiß nicht. Dieser Job hat definitiv seine Vorteile. Wie geht's? Schleimig. Geh erstmal zurück zum Lebensmodul. Ich will es nicht übertreiben. Tim? Tim, bist du? Verbindung weg. Okay. Ich geh besser zurück. Oh, da oben hab ich eins vergessen. Wenn ich schon sauber mache, dann richtig, ne? Chlorophyta, denke ich. Autschi. Ich glaube, wir sind zurück. Wir sind zurück. Entschuldigung, passiert ab und zu. Thema Werkzeuge. Da ist ein Crafting-Tisch im Lagerraum, der jetzt aktiviert ist. Ja, habe ich schon bemerkt. Nett. Normalerweise wären die Einstiegsbaupläne bereit, aber wir hängen etwas hinterher. Geh und finden Sie bitte, ja? Ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Hä? Baupläne suchen? Okay, Stan. Zurück an die Arbeit. Konzentriere dich auf deine aktuelle Aufgabe. Hä? Bauanleitung. Wo sollen die denn hier sein? So, hier in dem Bereich irgendwo oder was? Kann ich auch zoomen? Ah ja. Da bin ich. Die Baupläne sollen hier sein. So. In den Kisten oder was? So viel Sauerstoff habe ich nicht, was sauf ich noch? Eine Crafting-Anleitung. Praktisch. Drei Baupläne brauche ich, oh mein Gott. Woher kommt das alles? Wie soll ich denn hier was sehen? Wo ist denn die Kiste hier? Zwei Kisten sind hier noch irgendwo. Müssen hier irgendwo liegen. Hä? Da. Ich kann das mit dem Crafting-Tisch verwenden. Hab sie. Geh rein und baue schon mal. Was, wenn ich mehr Rohmaterial brauche? Naja, überall muss der Gürtel enger geschnallt werden. Du musst sie selbst suchen. Thank you.
mein Gott. Die Anleitungen waren vor meiner Nase. Weh, zurück an die Arbeit. Tim wird durchdrehen, wenn ich mich nicht auf die Aufgabe konzentriere. Plastik. Das wurde aber auch Zeit. Hauptdimension. Plastik. Ich habe alles bis auf das Plastik. Super. Wo soll ich das Plastik jetzt finden, bitteschön? Plastikmüll. Oh mein Gott, wie soll ich denn das machen? Wo soll ich den Sauerstoff herkriegen? Hier soll alles mit Plastik sein. Sehr unauffällig. Ja, hier ist Plastik. Plastikflasche. So, check. Ich sollte zum Lebensmodul. Ach, echt? Jetzt aber schnell, Junge. Plastik, das kann ich gebrauchen. Zurück an den Tisch. Versuch es. Gut, mal sehen, was wir sehen. Okay, so einfach. Sollte ich Tim sagen? So, wir machen mal einen Zusatz, Brenneinheit und natürlich mehr Sauerstoff. Ups. Tim anrufen. Tim, ich bin ein offizieller Meister-Recycler. Gute Art, Müll zu recyceln, kannst du da herausfinden. Jetzt stell mir mal fest, wo diese Kommunikationsprobleme herkommen. Prüfe die lokalen Signale draußen.
Folge den Markierungen. Das kann ich machen. Ist dein Ende. Oh, hier habe ich auch eine Map. Interessant. Hauptmission, Kommunikationssystem. Oh, warte mal. War hier? In die wilde blaue Weite. Das Ding soll sprühen? Ey. Nee, auf der anderen Seite. Da ist die Antenne. Ups. Gut, empfange die Berichte. Ja, die Wartung lag genau richtig. Antennenproblem. Stan, überprüfe bitte die Antennen. Claro. Bin auf dem Weg. Soll ich schnell überprüfen? Hä? Verstehe ich nicht. Antennenbereich. Du Schande. Wo sind die denn? Sind die da oben oder sind die eher unten? Ja, natürlich sinnvoll, wenn die Antennen oben sind, ne? Überhaupt nicht so viel Sauerstoff, ey. Wie soll ich denn das machen? Jetzt habe ich mir zu viel Reparaturzeug gekauft. Jetzt stehe ich da doof. Na gut, dann gehen wir halt eben drauf. Mal schauen, was dann passiert. Ha, vielleicht sollte ich das so nah ausprobieren. Das so nah ist doch an. Ach so, meinte. Ach so. Halten zum Sperren einer Markierung. Ach, L1. Drücke R1 und scanne der Markierung. Alles gut. So, und jetzt? So, hier sind noch mehr. Ach nö. Komm, Sauerstoff, geh leer. Ich will wissen, was passiert. Jedenfalls weiß ich ja, wie es jetzt hier läuft. Ein Schiff. Dampfschiff. Was passiert jetzt? Sterbe ich schon, das Spiel ist vorbei oder was?
Oh. Oh nein. Verstarb durch Sauerstoffproblem. Die Witwe geschickt. Und jetzt? Ich bin in meinem Boot? Oder was? Legen wir los. Hä? Ne, ich will mit dem Boot fahren. Super, ich schwimme hier überall zu Fuß und ich habe ein Boot. Oh mein Gott. Na, so komme ich auch schneller voran. Ach stimmt, das hatte ich hier unten geparkt. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Hat er jetzt alles gespeichert? Ja, ja, sicher. Ah ja, na gut, okay. Ich hätte auch das Boot nehmen können, um schneller irgendwo hinzukommen, aber okay. Gut, das war's mit dem Video, genug getestet. Dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.